immer noch auf dem Friedhof in Huckelriede. Und ein Pilz, der es mir echt angetan hat, das ist der wässrige, das ist der tränende Faserling. Ein kräftiger Pilz auf Düngerstandorten, gerne in Rasen, an Gräbern, auf Kompostplätzen. Und der heißt tränender Faserling, weil der hat Wassertropfen auf den Lamellen. Die trocknen relativ schnell ein. Hier sind mehrere. Dann nehme ich jetzt mal einen frischen und vielleicht kann man das erkennen. Die Tropfen auf dem Pilz, auf den Blattscheiden, auf den Lamellen, das nennen wir Blätter bei den Pilzgrundlern, und diese betropft. Der tränende Faserling, da vorne auch noch welche, ungefähr 80 Stück, das ist schon viel. Ein Pilz mit dunkelviolett, mit violettblauen, bläulichen Lamellen. Ob man den essen kann oder nicht, ist egal, er ist einfach viel zu schön. Mit diesen in der Mitte fast orange-ockerfarbenen Hutspitzen. Der tränende Faserling, den kenne ich erst seit 3 Tagen.